Viele Menschen kennen sich aus mit Vitamin C oder mit Vitamin D. Aber über Vitamin A wissen die wenigsten Bescheid und das kann dieses Video auch gar nicht alles greifen, was dieses Vitamin A so alles kann. Aber eine Sache macht es ganz besonders gut und zwar so gut bezogen auf das Immunsystem, dass sogar das Wunder Vitamin D dort nicht mithalten kann. Ich habe angefangen, es zu nehmen. Also nochmal extra, aber niedrig moderat dosiert, weil es einfach so günstig ist und ich glaube, dieses Vitamin unheimlich viel Potenzial hat und ich nicht genau den Empfehlungen glaube, die so propagiert werden. Siehe Vitamin D. Wir machen einen kurzen Exkurs Richtung Immunsystem. Ich habe auf meinem Kanal schon zwei Videos zum Thema TH1 und TH2 gedreht. Das bedeutet T-Helferzellen 1 und T-Helferzellen 2. Was machen diese beiden T-Helferzellen 1 und 2 so besonders bei uns im Körper? Das sind bestimmte Immunzellen. Diese senden Botenstoffe aus. Diese sind die SMS-Nachrichten zwischen den Immunzellen. Doch diese SMS-Nachrichten schimpfen sich Interleukine bei uns im Körper. Also nochmal, unser Immunsystem kommuniziert untereinander mit Botenstoffe. Diese werden auch Interleukine genannt. T-Helferzellen 1 und C-Helferzellen 2 sind die wichtigsten Botenstoffvermittler im Körper bezogen auf das Immunsystem. Was sie weitergeben, ist Gesetz. So ziemlich jede Krankheit kann man daher unterteilen in eine TH1 oder eine TH2-Überschuss- bzw. Imbalance-Krankheit. Hier sehen wir, welche Krankheiten sich verstärken oder entstehen unter einem TH1-Überschuss und hier bei einem TH2-Überschuss. Genau sieht man auch diese Verlaufskurve nochmal, welche Krankheiten eher TH1 oder eher TH2-Switch bedingt sind. Macht euch auf jeden Fall davon einen Screenshot, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für euch. Oder für eure Liebenden, denen ihr das empfehlen könnt. Konserviert ist das Ganze in diesem Video hier für euch. Ja? Machen wir mal ein Beispiel. Multiple Sklerose. Hast du zu viel T-Helferzellen 1 Aktivität? Und bei Allergien hat man zu viel T-Helferzellen 2 Aktivität. Und es ist so simpel, wie ich sage. Wenn man diese Balance herstellt, verschwinden auch Allergien. T-Helferzellen 1 senden die Botenstoffe Interferon Gamma und Interleukin 1b und Tumornekrosefaktor Alpha aus. Müsst ihr euch nicht merken, ist alles in diesem Video konserviert. Doch was machen jetzt genau diese gerade genannten Botenstoffe bei uns im Körper, die von den T-Helferzellen 1 ausgesendet werden? Interferon Gamma löst proinflammatorische Immunreaktionen aus. Das bedeutet, es verstärkt Entzündungen bei uns im Körper. Der Botenstoff induziert Prozesse, ja, dienen der effizienten Eliminierung eines intrazellulären Erregers, zum Beispiel Viren, intrazelluläre Bakterien. Doch leider kann Interferon Gamma bei überschießender Reaktion gewebsschädigend wirken und für chronische Entzündungskrankheiten und Autoimmunkrankheiten verantwortlich sein. Jetzt verstehen wir, wieso Multiple Sklerose auch eine TH1-Krankheit ist, denn dort werden die eigenen Nervenzellen zerstört, also eine Autoimmunkrankheit, also eine Gewebsschädigung, zum Beispiel zu viel Interferon Gamma, die ja von TH1-Zellen ausgesondert werden. Und wenn wir die Abbildung jetzt nochmal anschauen, sehen wir ganz klar, Multiple Sklerose, TH1-Krankheit, so einfach. Bei den TH2-Zellen passiert Folgendes. Interleukin 4, wie auch 5, 10 und 13, wird von den T-Helferzellen 2 ausgeschüttet. Diese fördern die Antikörpersynthese. Wo kennen wir das Auftreten von Antikörpern? Richtig, bei den Allergien. Alle Allergien sind immer mit einem TH2-Überschuss verbunden, wie oben schon erwähnt und gezeigt. So, tiefer möchte ich gar nicht in das Thema hinein. Das ist die Basis, die wir brauchen für das Video, ja, bezüglich was kann Vitamin A und wie könnt ihr eure Krankheiten besser einordnen und was passiert da genau bei euch im Körper. Ja? Das war, glaube ich, noch sehr wertvoll für euch und für einige. Von daher würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen nach oben da lässt für meine Arbeit. Das gibt mir unheimlich viel Energie zurück. Da freue ich mich sehr gerne. Und am Ende des Videos könnt ihr sehr, sehr gerne in die Videobeschreibung vorbeischauen. Da findet ihr auch alle Fitmacher, alles, was ich empfehle, vom Herzen. Und damit könnt ihr mich vor allen Dingen auch unterstützen, dass ich weiter diese Videos hier für euch machen kann. Vitamin A ist unlöslich in Wasser, aber fettlöslich. Im Jahre 1928 berichteten Green und Melody, dass Vitamin A die entzündungshemmende Reaktion von Organismen verstärken kann.
und nannten Vitamin A das Entzündungsvitamin. Später wurde die entzündungshemmende Wirkung von Vitamin A in den 1980er und 1990er Jahren umfassend untersucht. Vitamin A kommt in Form von Retinol, Retinal und Retinsäure vor, von denen Retinsäure die größte biologische Aktivität aufweist. Zu den wichtigsten biologischen Funktionen von Vitamin A gehören erstens Aufrechterhaltung des Sehvermögens, zweitens das Wachstum und der Integrität von Epithel- und Schleimhautgewebe. Die immunregulatorischen Mechanismen von Vitamin A sind jedoch noch nicht vollständig geklärt. Das machen wir aber jetzt in diesem Video zusammen. Apropos T-Zellen. Bei Mäusen führt der Vitamin A-Mangel zu einer Störung sowohl der T-Zellen vermittelten als auch der antikörperabhängigen Immunantwort. Also, zur Wiederholung. Ein Vitamin A-Mangel führt zur Störung von einer T-Helferzellen 1 und T-Helferzellen 2 vermittelten Balance und damit zu jeder erdenklichen Krankheit. Denn wie wir gelernt haben, kann man alle Krankheiten in eine TH1 und eine TH2-Erkrankung einordnen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dazu jetzt eine spannende Studie, die randomisiert doppelblind und placebo-kontrolliert war, mit 84 Personen. Einige davon waren übergewichtig. Gegeben wurde Vitamin A über 4 Monate. Was üblich gut war, dass die Studie so lange ging. Die meisten Studien dauern nur 3 bis 12 Wochen und es wurden 25.000 internationale Einheiten Vitamin A gegeben, was schon sehr viel ist. Es entspricht ca. 800% der NRV-Werte. Aber vielleicht kommt bald ein Narrativwechsel, wie mit dem Vitamin D3, wo ebenfalls nur 800 internationale Einheiten empfohlen werden laut DGE, die meisten aber 4.000 bis 8.000 internationale Einheiten zu sich nehmen. Bleibt abzuwarten. Jetzt bitte nicht hemmungslos hohe Dosen Vitamin A einwerfen, ja? Wieso wurden hier Übergewichtige genommen? Da das Übergewicht heute kausal in der Wissenschaft als einen chronischen Zustand von inflammatorischen Prozessen betitelt wird. Das heißt, Übergewicht verursacht immer eine Entzündung im Körper. Was hat man in der Studie gemacht? Man hat Übergewichtigen Vitamin A gegeben. Als Kontrollgruppe hat man dann übergewichtigen Probanden mit einem Placebo versehen. Und auch nicht Übergewichtige inkludiert. Natürlich waren die Gruppen hier statistisch signifikant unterschiedlich, außer das Alter, was sehr wichtig war, ja, für das valide Studiendesign, ja, in Bezug auf die Vergleichbarkeit. Wichtig, das Verhältnis von TH1 und TH2 unterscheidet über Krankheit oder Gesundheit. Wie wir zusammen sehen können, hat sich die Balance zwischen TH1 und TH2 Botenstoffe nur in der Vitamin-A-Gruppe gebessert und das statistisch signifikant. Nicht in allen anderen Gruppen ohne Vitamin A, das heißt auch Übergewicht und auch normalgewichtig. Wir schauen uns das nochmal genau an in einem Diagramm. Der Botenstoff Interleukin 1b, welches von den TH1-Zellen induziert wird, sank nur statistisch signifikant in der Vitamin-A-Gruppe, hier deutlich zu sehen. Aber nicht nur der Botenstoff von den T-Helferzellen 1 sank, statistisch signifikant durch die Vitamin-A-Gabe, sondern auch die Botenstoffe der T-Helferzellen 2, hier genau genommen das Interleukin 4 und 13 zu sehen. Das bedeutet, Vitamin A holt die Werte der Übergewichtigen, die repräsentativ für Entzündungsträger stehen, wieder auf ein Niveau von Nicht-Übergewichtigen bzw. Nicht-Entzündungsträgern. Daher die absolute bahnbrechende Konklusion nach dieser mehr als Goldstandard-Studie. Zusammenfassend deuten unsere Daten darauf hin, dass Vitamin A in der Lage ist, Serum Interleukin 1 Beta zu reduzieren und das TH1-TH2-Verhältnis zu unterdrücken bzw. das TH1-Verhältnis wiederherzustellen. In Anbetracht der positiven Auswirkungen dieser Veränderung auf die Verringerung von Autoimmunkrankheiten kann die Hypothese aufgestellt werden, dass eine Vitamin-A-Supplementierung bei der Vorbeugung fettleibigkeitsbedingter Immunstörungen von Vorteil sein könnte. Ich glaube auch, dass dies nicht nur auf Übergewichtige ausgeweitet werden kann, sondern auch auf Nicht-Übergewichtige. Das ist meine persönliche Meinung,
Dazu folgen aber hoffentlich bald Studien, um das zu verifizieren. Es gab auch keinen Interessenskonflikt durch Hersteller und Co. in dieser Studie. Goldstandard-Studien zum Thema Vitamin D und TH1 und TH2 zeigen dagegen keine Unterschiede, was mich auch neu belehrte. Eine 6-monatige Cholecalciferol, das ist Calciumsupplementierung, bei jungen Frauen mit Vitamin D führt nicht zu einer signifikanten Veränderung der mRNA-Expression von TH1 und TH2-Zytokinen, das heißt Botenstoffen, und deren Transkriptionsfaktoren. Man muss dazu sagen hier, wurde aber auch weniger Vitamin D gegeben als Vitamin A. Ja, aber in anderen Goldstandard-Studien zu Vitamin D und TH1 und TH2 konnte nie eine Veränderung verzeichnet werden. Auch in dieser Studie mit Schwangeren waren die Ergebnisse eher ernüchternd. Eine pränatale Supplementierung im dritten Trimester mit 35.000 internationalen Einheiten pro Woche Vitamin D3 hatte begrenzte Auswirkungen auf TH1 und TH2 und TH17 und Entzündungswerte im Nabelschnurblut. Und das waren alle Studien, die zu Vitamin D und TH1 und TH2 im Goldstandardformat überhaupt existieren. Hingegen zu Vitamin A gibt es eine weitere Studie im Goldstandardformat und hier mit Menschen, die eine klare TH1-Überschusserkrankung haben, also Multiple Sklerose. Wie wir uns erinnern, ja, sehen wir zum Beispiel hier auch in der Tabelle nochmal, dass es auch eine klare TH1-Erkrankung ist und damit ein Überschuss, ja, an den Botenstoffen Interferon Gamma aufweist, die ja von den TH1-Zellen abgesondert werden, haben wir oben ja gelernt. Ganz wichtig, die beiden Gruppen Vitamin A und das Placebo haben sich nicht statistisch signifikant unterschieden. Damit waren diese auch gut vergleichbar. Die erstaunlichen Ergebnisse seht ihr hier, dass nicht nur das Interferon Gamma statistisch signifikant gesunken ist, welches ja TH1-Krankheiten auslöst im Körper, genauer Autoimmunkrankheiten, sondern auch TBET-Gene. Das ist ein Transkriptionsfaktor, der für TH1-Zellen kodiert. Der genaue Name ist TBX21 eigentlich. Was bedeutet das Ganze jetzt, was ich gerade gesagt habe? Ganz ruhig nochmal. Menschen, die unter einer Erkrankung litten, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, und damit natürlich in einem TH1-Überschuss waren, konnten durch Vitamin A den Überschuss der Botenstoffe statistisch signifikant senken durch Vitamin A. Diese Botenstoffe lösen ja normalerweise auch diese Krankheit aus oder begünstigen sie oder sind ein Marker dafür. Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine Supplementierung mit Retinylpalmitat, das ist eine Vitamin A-Form, also Vitamin A, ja, eine wirksame Behandlung sein kann, um die Schwere der Symptome bei MS-Patienten zu vermindern. Dies konnte durch die Korrektur des Ungleichgewichts von TH1 und TH2-Zellen vonstatten gehen. Nach unserem Wissensstand ist diese Studie die erste, ich wiederhole, die erste, die die Fähigkeit einer Vitamin-A-Supplementierung auf das Gleichgewicht der T-Helferzellen 1 und 2 bei MS-Patienten bewiesen hat. Das therapeutische Potenzial unserer Ergebnisse erfordert weitere Studien, um Behandlungsstrategien zu etablieren, zu verifizieren und zu vereinbaren. Unsere Ergebnisse unterstützen die wachsende Zahl von Belegen dafür, dass eine Nährstoffsupplementierung die Fähigkeit besitzt, das TH1 und das TH2 Ungleichgewicht bei MS-Patienten zu korrigieren. Das ist Wahnsinn, was ich hier aufgedeckt habe. Einfach Wahnsinn. Denn diese Entdeckung steht nicht nur für Multiple Sklerose, sondern wahrscheinlich für alle TH1-Erkrankungen und wahrscheinlich auch für alle TH2-Erkrankungen. Ich denke, es könnte so sein. Ich hoffe, es folgen bald schön, um das auch nochmal wirklich zu verifizieren, was meine Meinung ist. Und meine Hypothese ist, dass es bei vielen Autoimmunkrankheiten eben erstaunliche Ergebnisse zeigen würde, ja, es aber noch keine Studien gibt. Und könnt euch mal vorstellen, wer daran denn wirklich Interesse haben sollte, wenn so ein günstiger Stoff solche unfassbaren Wirkungen erzielt. Natürlich eigentlich keiner, ja. Aber auch bei anderen Erkrankungen, die als TH1-Schiff deklariert sind und noch viele weitere, die noch nicht erfasst sind, ja, könnte das sicherlich bahnbrechend sein. Ja? Ich bin gespannt, ob das auch weiter so in Goldstandard-Studien bald verifiziert sein wird, ja. Daher nutze ich persönlich mehr, ja, als uns empfohlen wird, da ich ganz sicher dem System hier nicht vertraue, wie zum Beispiel Vitamin D es gezeigt hat, ja. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Einnahmeempfehlung.
Findet ihr übrigens auch auf purazell.de, wer dort Interesse hat. Und alles natürlich laborgeprüft auf der Homepage zu finden. Was anderes würde ich persönlich auch nicht einnehmen. Ja. Viel Erfolg und viel Gesundheit. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de für meine Mühe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Videobeschreibung schaut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke für deine Unterstützung. Bis dahin, ciao.